Yo Leute, herzlich willkommen hier zum Review der aktuellen One Piece Folge 722, eine Klinge der Beharrlichkeit, der Gamma-Messer Gegenangriff. Und es hat einfach Spaß gemacht, diese Folge zu gucken, denn es macht einfach Spaß, diesen finalen Kampf zu sehen, der kaum an Spannung zu überbieten ist. Und es macht einfach so sehr Spaß, dass ich sogar sagen würde, dass dieser Kampf langsam beginnt, viel besser zu werden als andere Endkämpfe damals in anderen Arcs. Und dementsprechend hoffe ich, dass dieses Niveau auch gehalten wird, aber dazu kommen wir dann gleich. Denn die Folge beginnt nun damit, dass der Vogelkäfig sich nun langsam zusammenzieht und damit die ganzen Leute in Gefahr sind, denn es wird gut zum Ausdruck gemacht, dass es nun ein Wettlauf gegen die Zeit ist, es sei denn, man zerstört diesen Käfig, denn der Käfig zieht sich relativ schnell zusammen und dadurch sind alle Bürger in Gefahr, denn dieser Käfig zerschneidet einfach alles. Ganze Gebäude werden quasi wie Butter zerschnitten und dementsprechend rennen halt alle Leute in die Stadtmitte, um sich halt noch eine etwas längere Zeit in Sicherheit zu wahren. Doflamingo erklärt auch genau diese Situation nochmal Ruffy, denn der hat das nicht so ganz verstanden. Allerdings gibt er noch eine Zusatzinfo, denn er sagt, dieses ganze Spektakel wird etwa eine Stunde dauern, bis der Birdcage jede Person in Dressrosa getötet hat. Und das ist nicht viel Zeit, denn wir wissen, wie lange Kämpfe teilweise gehen können, wenn wir uns an Nakaino und Kusan zurückerinnern, die auf demselben Niveau waren. Die haben 10 Tage oder so gekämpft. Dementsprechend muss man einfach sagen, dass dieser Kampf echt schnell vorbeigehen muss, denn der Vogelkäfig muss entweder zerstört werden oder man hält ihn auf oder man besiegt Doflamingo. Denn wenn eine Person der Teufelsfruchtnutzer ohnmächtig wird, wird ja auch die Frucht außer Kraft gesetzt oder man tötet sie dann natürlich auch. Und so merkt man halt, dass die ganze Stadt nun wieder in so einem richtigen Chaos ist. Damals war das Chaos aber durch die ganzen Doflamingo-Offiziere. Jetzt ist es einzig und allein wegen Doflamingo, denn keiner hat eine Lösung für dieses Problem parat. Keiner weiß, was sie nun machen wollen, um halt diese Möglichkeit zu bekämpfen, überhaupt ihr Leben rauszukommen. Und man muss einfach sagen, sie verlieren auch alle sehr viel wertvolle Zeit, denn alle feuern einfach Ruffy an, aber Ruffy hat halt jetzt auch keine spontane Lösung dafür, außer Doflamingo zu besiegen. Doflamingo macht sich dann in diesem Moment auch noch über Ruffy lustig und sagt, also du wirst hier nichts erreichen, du kannst mich nicht besiegen, das versuche ich dir gerade doch zu erklären. Man muss einfach sagen, diese Aussagen von Doflamingo passen so gut zu diesem Charakter, dass Doflamingo einfach ein unglaublich geiler Antagonist ist. Viel besser als zum Beispiel ein Sir Crocodile damals. Ich weiß, viele feiern den Arc in Alabasta, aber ich finde einfach, Doflamingo ist der perfekte Antagonist wirklich, bis jetzt zumindest. Es kann natürlich sein, dass sich immer noch so ein paar Aspekte ergeben, wo man sagt, ah, das ist vielleicht nicht so das Wahre oder so, aber bis jetzt finde ich Doflamingo einen echt richtig guten Antagonisten und dementsprechend passen diese Aussagen doch. Aber eine Sache stört mich dann schon wieder. Denn Ruffy hört dann die ganze Zeit zu und guckt sauer und so, aber währenddessen verliert er doch Zeit und das ist extrem oft so in Animes. Die Charaktere haben nur eine bestimmte Zeit, um etwas zu schaffen, aber reden erstmal eine halbe Stunde. Warum tut man das? Warum geht man nicht direkt in Angriff rüber? Das wurde hier allerdings nochmal gut gelöst, denn Ruffy geht dann zumindest auch in Angriff und versucht mit sehr vielen schnellen Attacken Doflamingo schnell zu Fall zu bringen, da er dieses Spiel halt nicht ewig weitertreiben kann. Aber man muss trotzdem sagen, dass es in diesem Moment ein bisschen komisch war. Doch hier kommt nun eine der krassesten Stellen überhaupt in diesem Kampf bis jetzt gegen Doflamingo. Denn man muss einfach sagen, es war perfekt gelöst von der Animation und alles. Das hat richtig gut gepasst. Denn Ruffy geht in eine Nahkampfattacke über und Doflamingo weiß natürlich, wie er diese Attacken abwehren kann ohne Probleme. Doch im letzten Moment, wo Doflamingo gerade Ruffy angreifen will, hören wir einen Chambliss. Das heißt, Law wechselt die Position mit Ruffy und greift dann an und zwar mit dem Gamma Knife, das den Körper von innen zerstört. Und wisst ihr, was mir daran richtig gut gefallen hat? Erstmal die ganze Darstellung mit der Animation und so, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Dann das Gamma Knife, das hat auch richtig cool ausgesehen. Also wie gesagt, das hat alles richtig gut gepasst. Aber besonders gut gefallen hat mir, dass Law mal einen Plan hat und eine Attacke umsetzt, die wirklich Erfolg hat. Wir hatten ja diesen Injection Shot oder 500 andere verschiedene Attacken, zum Beispiel das Shambles mit dem Red Hawk kombiniert. Und die ganze Zeit kriegt Doflamingo Schaden, steht danach wieder auf und alles ist beim Alten. Aber hier sehen wir direkt, wie Doflamingo richtig krassen Schaden davon trägt. Er spuckt direkt mehrere Male Blut und man merkt einfach, wie er richtige Schmerzen hat und das passt einfach so gut. So macht halt Law sein Gamma Knife und bringt damit Doflamingo zu Fall. Allerdings wird noch eine Sache kurz erklärt und zwar von Trepol mehr oder weniger, denn eine Sache, auf die wir wahrscheinlich alle in diesem Moment nicht geachtet haben, ist, dass Law mit Ruffy die Position getauscht hat, wir aber gar keinen Room gesehen haben, beziehungsweise gar keinen Raum, in den sich Law halt teleportieren kann. Und der Grund dafür ist, dass Law ein großes Opfer gebracht hat, um diesen großen Room zu erschaffen, also einen sehr großen Room, der so weit außen ist, dass man ihn nicht mal sehen kann. Dafür musste er allerdings auch ein bisschen seiner Lebenszeit opfern, aber dafür ist dieser Room halt gewaltig gewesen und dieser Attack hat halt wirklich gesessen, sodass man sagen kann, okay, das war es vielleicht auch sogar wert. Also da kann man wirklich sagen, okay, das hat was gebracht, quasi ein bisschen Lebenszeit dafür zu opfern, obwohl wir nicht wissen, wie viel. Dementsprechend ist es dann ein bisschen abzuwarten. Allerdings muss man sagen, so wie Law das gesagt hat, kam es nicht so viel rüber. Also als ob er jetzt so die Hälfte
Hälfte seines Lebens verschenken würde. Und dann sehen wir noch eine andere Stelle. Und zwar sehen wir auch noch eine richtig geile Stelle, denn Lore hat ja gerade die Gamma-Knife-Attacke gemacht. Und wir fragen uns natürlich auch, hey, der wurde doch von Kugeln durchlöchert. Wie kann der überhaupt noch halbwegs stehen? Und die Sache ist, dass Lore, während er am Boden lag und abgeschossen wurde, mit diesem großen Room die Position mit einem normalen Soldaten getauscht hat, der für ihn die Kugeln abbekommen hat. Und nachdem dann Ruffy das Königsplateau betreten hat, hat Lore natürlich gemerkt, dass alles wieder halt in Butter ist, beziehungsweise dass keine Schüsse mehr fallen. Und dementsprechend hat er dann wieder die Position mit den Soldaten getauscht. Und so hat Lore nur eine Kugel abbekommen, statt 10 oder wie viele Kugeln da auch geflogen sind. Und dementsprechend ist Lore da eigentlich nochmal relativ heil aus der Situation rausgekommen. Nun sehen wir aber auch nochmal, wie das Gamma Knife halt trifft und direkt Lore auch merkt, wie Doflamingo Schaden bekommt. Allerdings möchte Doflamingo Lore jetzt noch eine verpassen am Ende, was einfach auch wieder gut zum Charakter passt. Doch Ruffy unterbricht quasi die Attacke von Doflamingo mit einem Jetto-Stump und dementsprechend ist Doflamingo jetzt ziemlich am Arsch, denn er liegt am Boden und kann nicht einfach mal so wieder aufstehen. Er hat wirklich Schaden davongetragen. Ruffy möchte Doflamingo dann auch den Gnadenstoß verpassen, um den Vogelkäfig natürlich auch aufzuhalten. Das Problem dabei ist aber, beziehungsweise was heißt das Problem? Die Sache ist, dass Lore sagt, Ruffy warte und zeigt damit halt einfach, dass er das Ganze beenden möchte. Ganz ehrlich, Lore ist die Person, die wohl den größten Grund hat, einen Menschen zu töten, der so aussieht wie Doflamingo, beziehungsweise der so ist wie Doflamingo. Denn schaut euch Lore mal an, was er alles durchgemacht hat. Wir sehen auch da nochmal, wie er sich an Corazon erinnert und man muss einfach sagen, Corazon, die ganzen Szenen nochmal zu sehen, das war richtig traurig und das hat mir übelst gut gefallen. Und so kriecht Lore halt quasi nach vorne bei Doflamingo hin und ihr seht ja gerade, wie er dann über Doflamingo steht, sein Room macht und ihn nun ein für alle Mal eine finale Attacke zum Ende hin geben will. Und jetzt ist halt die Frage, was wird Doflamingo machen? Kann er überhaupt noch was machen? Oder muss Drehpuls sich jetzt den ganzen annehmen? Ich bin wirklich gespannt auf die nächste Folge und hoffe, euch geht es genauso. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag zur Review. Danke fürs Zuschauen. Ciao.